Hallo und willkommen zurück. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Folge We Play Toonstruck. Wir sind hier im Pub angekommen und telefonieren jetzt, denn wir brauchen etwas von Wagme. Welche Nummer oder Farbe man hier wohl wählen muss? Ja, wir haben hier blau, lila, rot, orange, gelb, grün und orange. Und jetzt muss man natürlich ein wenig die Farblehre kennen, um hier die passende Nummer zu wählen. Und zwar, wir fangen an mit blau. Blau und rot ergibt lila. Dann haben wir rot. Dann haben wir orange. Dann haben wir gelb. Dann haben wir grün. Und dann haben wir nochmal orange. Willkommen bei Wagmes lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist heiß. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort aus. Bereit? Frage 1. Welche Farbe hat Jims Fell? Hahaha. Shit. Frage 2. Welche Farbe haben die Fischschwänze oben am Örtchen? Das weiß ich aber, das ist gelb. Frage 3. Ah, nee, Jims. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Fauchs Fell? Orange. Die erste Frage war falsch. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der rechten Schulter einer Patrouillenuniform des Örtchen Sicherheitsdienstes findet? Oh, die Uniform war blau. Ich glaube, das war rot. Frage 5. Welche Farbe hat Claires Halsband? Och man, das ist unfair. Claires Halsband. Gelb. Und unsere letzte Frage lautet: Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Jims Gym weist? Ich meine, das war blau. Oh, wie schade. Sie haben leider nicht alle unsere Fragen richtig beantwortet. Aber versuchen Sie es doch bald nochmal. Jetzt müssen wir alles wieder neu machen. Also, blau, lila, rot, orange, gelb, grün, orange. Ratespiel. Schwarz-Weiß ist heiß. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort aus. Bereit? Frage 1. Welche Farbe haben die Bodenfliesen in Jims Gym? Och, das ist ja jetzt gemein. Das sind jetzt wieder andere Fragen. Boah, war beige? Boah, warte mal, ich glaube, die waren blau. Frage 2. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der weiten Wüstenwildnis? Ja, das ist einfach, das ist orange. Frage 3. Welche Farbe findet sich außer Weiß noch in Cliffs Fell? Schon wieder? Boah, das ist eine Frau. Passt eigentlich nur theoretisch. Muss ich jetzt raten. Frage 4. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der linken Schulter einer Patrouillenuniform des Örtchen Sicherheitsdienstes findet? Ach,
Ach du liebe Zeit, ist das unterschiedlich? Sind die nicht beide rot? Oder soll... Nee, das ist... Oh. Frage 5. Welche Farbe haben die Blumentöpfe vor dem Gebäude von Wake Me? Das... Moment mal, da waren wir doch gerade eben. Und unsere letzte Frage lautet... Welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Wake Me weist? Das ist auch einfach, das ist rot. Und? Oh, wie traurig! Och. Sie haben es vermasselt! Oh, Mann. Aber danke, dass Sie mitgespielt haben! Ach, das kann doch nicht so einfach sein. Das habe ich damals so gewuppt. Moment, jetzt nochmal. Dass es hier keine Wahlwiederholung gibt. Alle guten Dinge sind drei. Komm jetzt, Attacke. Jetzt rocken wir's. Willkommen bei Wake Me's lustigem Ratespiel. Schwarz-Weiß ist heiß. Mitmachen ist kinderleicht. Hören Sie sich einfach die jeweilige Frage an und wählen Sie dann mit Ihrem Farbtupfon die richtige Antwort aus. Bereit? Frage 1. Welche Farbe haben die Rocky Mountains in der weiten Wüstenwildnis? Orange. Ich hoffe, ihr habt jetzt meine Katze nicht gehört. Frage 2. Welche Farbe hat Jims Fell? Blau. Verdammt nochmal. Gelb. Das weiß ich auch noch ganz genau. Die wackeln so süß. Ja, Bichli. Frage 4. Welche Farbe hat Clefs Halsband? Oh Mann. War das nicht auch wieder lila? Lila oder grün? Ich weiß es nicht. Komm, weiter. Frage 5. Welche Farbe hat der Fisch, den man auf der linken Schulter einer Patrouillenuniform des örtlichen Sicherheitsdienstes findet? Das Gemeine ist, man hört ja nicht, welche Frage richtig und welche falsch ist. Aber ich denke mal, das ist dann unterschiedlich. Ich habe jetzt echt keine Ahnung mehr. Wenn das jetzt auch wieder... falsch ist. Frage lautet, welche Farbe hat der Pfeil, der im Trickreich den Weg zu Wake Me weist? Rot, das weiß ich. Also wenn das jetzt auch wieder falsch ist, dann werde ich es schneiden, Freunde. Herzlichen Glückwunsch! Eigentlich. Sie haben gewonnen! Ihren super tollen Preis, gestiftet von der Firma Wake Me, erhalten Sie genau... Jetzt! Irgendeiner wurde gerade erschlagen. Ja, wir haben endlich gewonnen! Na, endlich. Achso, ja, raus hier. Tschüss, Kowski. Da haben wir was. Hüpfendes Paket. Wake Me Springbohnen. Achi. Entschuldigt. Und mit diesen Hüpfbohnen können wir nun endlich bei Wake Me an den Präsentomat, da wir uns ja jetzt als zahlende Kundschaft ausweisen können. Das ist die lächerlichste Konstruktion, die ich je gesehen habe. Ja, und du sollst sie benutzen. Natürlich ist sie das. Das ist die Trickreichbahn. Ja, geh doch rein. Ich muss mal ganz kurz schnaufen. Kleiner Augenblick. Wieso muss ich das jetzt hier alles anklicken? Entschuldige, ich mache sowas sehr ungern im Let's Play, aber im Moment ging es gerade nicht anders. So, roter Pfeil, blauer Pfeil. Rocky Mountains, da hinten orange. Ja, lila. Na. So, jetzt müssen wir hier wieder aufpassen. Nein.
Das gibt nix. Ah. Oh. Oh, na. Ist doch nicht wahr. Ah. Jetzt. Weißt du, und Flachs bleibt draußen stehen. Ich glaube, diese Wack-Me-Sprungbohnen beweisen doch wohl, dass ich zahlender Kunde. Aber ja doch, ja. Bitte, nur zu mit dem Präsentomat. Er steht Ihnen zur freien Verfügung. Na, endlich geht's weiter. So, jetzt kommt die nächste Herausforderung. Ja. Hey, gut gemacht! Wir reichen Ihnen die Hand zur Gratulation, mein Freund. Oder zumindest einen Handschuh. Der erste Preis. Hey, Flachs. Warum probierst du dein Glück nicht mal an der Präsentmaschine? Pa, ich wohne hier. Das Ding ist doch nur was für euch Touristen. Anders ausgedrückt, du könntest nicht mal dann was gewinnen, wenn dein Leben davon abhinge. Nicht mal fast richtig. Die schlechte Nachricht, diesen Preis hat schon jemand gewonnen. Die gute Nachricht? Wir stiften einen Ersatzpreis! Ja. Ja! Sie, mein Freund, sind der glückliche Gewinner des Wack-Me Ulti-Hammers. Mit seiner extra gehärteten Tropenholzoberfläche zweifellos das beste Prügelgerät der Welt. So. Ja! Oh. Wir haben einen Gewinner! Sie nehmen diesen herrlichen Wack-Me Mega-Magneten mit nach Hause. Mit seinem patentierten Anti-Rutschgriff, dem leicht zugänglichen An-Ausschalter und mehr Zugkraft als ein durchschnittlicher Landtagskandidat. Oh, wir haben endlich alles. So kann man natürlich ein Spiel auch in die Länge ziehen. Ja, das war also das Wack-Me-Kaufhaus. Sind wir hier erstmal fertig und mit unseren neuen Sachen können wir jetzt allerhand geile Sachen machen. Zum einen gehen wir jetzt erstmal hier in die Zäune und beglücken erst einmal ein paar Damen. Nämlich, hier fehlt ja noch das Teil für den Butteromato oder wie der auch immer heißt. Das Ding ist aus Metall und natürlich die Nadel im Heuhaufen.
Aha. Wie lautet doch das Sprichwort? Es gibt mehr als einen Weg, einen Heuhaufen zu durchsuchen. Genau, und das Ding können wir jetzt hier einsetzen. War es das hier, wonach ihr gesucht habt? Oh, sie liebes, süßes Etwas. Mhm. Sie haben das fehlende Teil vom Butterer gefunden. Sie liebes, süßes Etwas? Meine Güte, ich bin so aufgeregt. Ich habe den ganzen Bauch voller Schmetterlinge. Oh, es kribbelt schon am Euter vor Spannung. Entschuldigen Sie mich kurz, Gentlemen. Oh. Butter! Ich weiß gar nicht, wie ich Ihnen danken soll. Oder doch, ich weiß es. Nehmen Sie die ersten beiden Stücke, für jeden eins. Danke. Wir können es gar nicht erwarten, reinzubeißen. Ja, und auf einmal liegen da ganz viele und jetzt, ja, hat sie sehr viel Spaß. Oh. Das hört sich auch nur ein bisschen komisch an. Ja, aufs Land. Wenn wir jetzt nochmal, glaube ich, reingehen. Oder? Nee, das bleibt. Ein Heustapel. Ja. Gut. Also, mit der Buddha haben wir jetzt natürlich die Möglichkeit, zwei Dinge zu absolvieren. Aber jetzt erst einmal gehen wir in die Spielhalle. Wir erinnern uns ja noch, hier ist ein fieser Tentakulus. Thaddäus Tentakel. Und wir haben hier ein Spiel. Jetzt weiß ich gar nicht, ob ich das schaffe jetzt schon oder probieren wir es einfach mal. Oder ob ich da auf den Kraftometer muss. Dürfte ich Ihrem Kraftometer mal einen verplecken? Klar, ich meine, nur zu. Fitnessstudio. Hier ist Ihr Glückshammer. Nein, danke. Ich habe meinen eigenen mitgebracht. Hey, niemand hat nichts davon gesagt, dass Sie Ihr eigenes verfluchtes Werkzeug mitbringen dürfen. Außerdem hilft Ihnen dieses sperrige Ding auch nicht weiter. Wie mein alter Papp schon immer gesagt hat. Fingerfertigkeit, du blöde, nichtsnutzige Qualle. Und immer das richtige Werkzeug benutzen, das die Aufgabe erfordert. Außerdem stinkst du wie eine faule Muschel. Ein weiser alter Herr, mein Papp. Darauf wette ich. Also schlage ich vor, Sie nehmen das Ding jetzt runter, bevor ich... Na. Immer dran denken, wir sind hier in Niedlingen. Bevor Sie sich Ihren armen, kleinen Rücken überdehnen. Oh, aber wenn Sie das Ding benutzen wollen, nur zu. Oh, Krusch, hatten wir denn einen kleinen Unfall? Jetzt packen Sie das böse Dings da lieber weg, bevor Sie sich noch wehtun. Oder mir vor Lachen alles wehtut. Gut, also, wissen wir auf jeden Fall schon mal, womit wir das hier gewinnen können. Wir müssen allerdings noch stärker werden. Ja, und ich glaube, da ist es auch einleuchtend. Da müssen wir natürlich bei Jim ein wenig trainieren. Können wir aber noch nicht, weil er es uns verbietet. Also müssen wir erst Mitglied werden. So, hier können wir jetzt aber erstmal zwei Frösche glücklich machen, indem wir ihnen ein wenig Buddha geben. Yippie! Vielen Dank! Vielen Dank! Keine Ursache! Keine Ursache! Ursache! Buddha! Oh, vielen Dank, Freunde! Und jetzt möchte ich euch mit den Köstlichkeiten meiner Kunst vertraut machen. Oh, Freude! Hier, bitte, ein Klumpen ganz frischer Teig. Lecker! Oh, es war so ein wunderbares Gefühl, mal wieder Teig zu machen. Meine Güte, ich bin ja so glücklich. Ich auch. Völlig und restlos glücklich. Fantastisch, erstaunlich, wunderbar glücklich.
Wenn nur Reh hier wäre, um sich mit uns zu freuen. Ja. Mann, das hat aber nicht lange gehalten. Und alles beim Alten. Aber wir haben Teig. Yippie-yay-yay. Das haben wir, das haben wir. Jetzt geht's erst einmal wieder zu Lück. Ins Trickreich. Denn wir müssen stärker werden. Und da hilft natürlich nur eine Dosis Training. Das ist die lächerliche. Jetzt geh doch bitte einfach da rein. Natürlich. Herrgott. Dann müssen wir uns das jedes Mal angucken. Ach, egal. So, der wird sich freuen. Und zwar, wir haben ja gesehen, wie er hier auf seinem Parcours seine Kunststücke vorführt. Und wir haben ganz zu Anfang gesehen, wo er sich, naja, ziemlich auffällig sehr stark drauf abstützt. Nämlich hier vorne auf den Barren. Und wenn wir den Barren einfach mit ein bisschen guten Butter bearbeiten. Fast alles geht besser mit Butter. Und ihn da nochmal fragen. Hallo Jim, alter Kumpel. Ihr müsst mich verwechseln. Ich bin weder alt noch ein Bergmann. Mei, könntest du nochmal vorführen? Teufel auch, ihre Übung da sieht aber reichlich gefährlich aus. Also wenn ich das machen müsste, ich hätte Angst, mir den Hals zu brechen. Aber Sie haben ja keinen, also brauchen Sie sich da auch keine Sorgen zu machen. Es ist für mich völlig ungefährlich. Ich halte meine Ausrüstung in Dopeform. So wie mein Body. In diesem Falle, wenn es keine Mühe macht, also ich würde diese Übung gerne nochmal sehen. Einverstanden, ihr Ziergelanden. Ich führe sie euch noch einmal vor, damit ihr seht, was ihr niemals erreichen werdet. Müssen's schon fort? Kommen Sie mal wieder rein, wenn Sie weniger Zeit haben. Und siehe da, wir sind Mitglied und können den Pumpotron benutzen. Natürlich. Und wie fühlt es sich an, körperlich in spitzenmäßiger Spitzenform zu sein? Hast du mal ein Aspirin da? Ja. Achso, flachst wieder, weißt du? So, ja, da hinten das. Der Mann hinterlässt einen bleibenden Eindruck, wohin er auch geht. Kann man so sagen. Ja, unsere letzte. Oh weh, was war denn das? Ja, das war Übelus mit seinem Übelator. Und er hat etwas ganz Böses gemacht. Übelierter Stall. Oh, nicht schlecht. Aber was sich da drin verbirgt, das zeige ich euch echt im nächsten Teil. Hier habe ich schon eine kleine Sprachstörung. Wir besuchen jetzt nochmal unseren Freund Thaddäus Tentakel. Und holen uns jetzt den Hauptgewinn. Dürfte ich Ihrem Kraftometer mal einen verplätten? Klar, nur zu! Hier ist Ihr Glückshammer! Nein, danke. Ich habe meinen eigenen mitgebracht. Ja! Was? Das ist unmöglich!
Ich meine, naja. Also, gratudingstaliere und so. Glaub ja nicht, ich sei beeindruckt. Du weißt ja, was man über Jungs sagt, die einen großen Hammer brauchen. Okay, Krakengesicht. Wo ist unser Chablis? Ja, 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 hier. Hier habt ihr euren blöden Wein. Hey, das ist kein Chablis. Hier steht, das ist Captain Blaubeers Pflaumenwein. Wax. Ja, und ich hoffe, ihr erstickt beide daran. Na, wer wird denn da so böse sein? Ja, wir haben für unseren GB Wolf einen Wahrheim. Mehr dazu im nächsten Teil. Und wir haben hier Glocken, die wir mitnehmen können. Genau. So, Freunde, und das war es mal wieder mit Toonstruck. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und hier in dieser wunderschönen Spielhalle sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. NRW bei 18. Adieu.